Frau Dr. Henze, was erwartet die Teilnehmerin, was erwartet uns im Jahr 2024 in der Patientenakademie? Ja, wir haben auch 2024 wieder vielseitige Themen rausgesucht. Wir starten mit Sportunfällen und Verschleiß, Problemen an Knie und Schulter und möchten schonende Möglichkeiten der Therapie, aber auch operative Möglichkeiten erläutern. Es geht dann weiter mit dem Herz. Wenn das Herz außer Takt gerät, heißt die Veranstaltung, da geht es um Herzrhythmusstörungen und wie man sie behandelt. Dann widmen wir uns einem Volksleiden, den Durchblutungsstörungen, der sogenannten Schaufensterkrankheit. Wenn jeder Weg zu lang wird, Schmerzen in den Beinen auftreten, das Laufen schwer fällt, woran erkennt man das? Wie kann die Diagnose gestellt werden? Was kann man tun? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Patientenakademie Digital. Auch in diesem Jahr werden wir wieder unsere Veranstaltungsreihe fortsetzen in der Volksbank Nordharz mit spannenden Vorträgen. Es geht um Medizin kompakt erklärt für Laien. Und neben mir steht Frau Dr. Larissa Henze, frisch gewählte ärztliche Direktorin der Asklepios-Harz-Kliniken und Chefärztin für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin. Frau Dr. Henze, was erwartet die Teilnehmerin, was erwartet uns im Jahr 2024 in der Patientenakademie? Ja, wir haben auch 2024 wieder vielseitige Themen rausgesucht. Wir starten mit Sportunfällen und Verschleiß, Problemen an Knie und Schulter und möchten schonende Möglichkeiten der Therapie, aber auch operative Möglichkeiten erläutern. Es geht dann weiter mit dem Herz. Wenn das Herz außer Takt gerät, heißt die Veranstaltung, da geht es um Herzrhythmusstörungen und wie man sie behandelt. Dann widmen wir uns einem Volksleiden, den Durchblutungsstörungen, der sogenannten Schaufensterkrankheit. Wenn jeder Weg zu lang wird, Schmerzen in den Beinen auftreten, das Laufen schwer fällt, woran erkennt man das? Wie kann die Diagnose gestellt werden? Was kann man tun? Also das schon Themen, die viele Menschen betreffen. Und ja, eines der Highlights ist auch der Vortrag von der Laufweltmeisterin Miriam Paurat. Sie ist Weltmeisterin ihres Jahrgangs und ist selbst von Brustkrebs betroffen, studierte Sportwissenschaftlerin und hält einen Vortrag, ja, Krebs wieder fit durch Sport. Dazu gibt es Blutungsstörungen bei der Frau, Ursachen, Diagnostik und Behandlung vom Chefarzt der Gynäkologie. Und es geht weiter mit Darmkrebs, Frau Dr. Henze. Ja, Darmkrebs, auch eine häufige Krebserkrankung. Und wir wollen uns dieses Jahr der frühzeitigen Erkennung widmen und der speziellen operativen Therapie, die ja in der modernen Medizin häufig mit dem Robotersystem, wie wir es ja auch in den Herzkliniken haben, durchgeführt wird. Ein besonderer neuer Vortrag ist, ich sage nur Intensivstation, Rettungsstelle. Was kann man dort sozusagen erfahren? Ja, da dachten wir nehmen Sie mal mit in die Hightech-Medizin. Wir wollen Ihnen darstellen, dass wir rund um die Uhr in der Rettungsstelle für Sie da sind, aber auch die Intensivstation, die natürlich rund um die Uhr arbeitet und bei der viele Personen doch ein bisschen Sorge oder Angst haben wegen der Gerätemedizin. Diese Aspekte wollen wir einmal offenlegen und auch mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen und Ihnen damit vielleicht Ängste oder Sorgen nehmen. Ja, also spannende Einblicke in die Praxis, hinter die Kulissen einer Klinik, in den Alltag und ja, Volkskrankheit, Rückenschmerzen, das ist sozusagen das Finale. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja, Rückenschmerzen, ein sehr vielseitiges Symptom, wie wir es nennen. Es können unterschiedliche Erkrankungen dahinter stehen. Es gibt unterschiedliche Therapieansätze. Und ich denke auch viele Fragen und die möchten wir gerne in der Patientenakademie beantworten. Ziel der Patientenakademie ist es ja, Menschen zu sensibilisieren für Krankheiten, ihnen zu helfen, sozusagen Krankheiten zu vermeiden. Denn wir verstehen uns ja auch als Asklepios als Gesundheitsbegleiter, der vor, während und nach dem Klinikaufenthalt mit Rat und Tat für Bürger da ist. Insofern ein spannendes Programm, Frau Dr. Henze. Wir hoffen, dass Sie zahlreich kommen. Wie gesagt, Volksbank Nordharz, Rosentorstraße 25 im Herzen der Altstadt. Und der Eintritt ist kostenlos und es muss keine Anmeldung erfolgen. Also schauen Sie einfach vorbei. Wir freuen uns, wenn es wieder heißt Patientenakademie 2024, an 7 Terminen. Sie können sich informieren sozusagen hier mit dem schönen Heftchen, was jetzt überall verteilt wird. Oder schauen Sie auf die Poster, schauen Sie auf die Zeitungsartikel und kommen Sie vorbei. Wir freuen uns. Bis dahin. Wir zählen auf Sie.